Ja, guten Abend. Herzlich willkommen zu unserer Buchvorstellung The Currency of Politics, die Währung der Politik, eine politische Theorie des Geldes von Aristoteles bis Keynes. Mein Name ist Imme Scholz, ich bin Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung und ich freue mich, den Autor dieses Buches, Stefan Eich, heute Abend hier bei uns im Netz begrüßen zu können. Wir haben ja in den letzten mindestens 10 Jahren, wenn nicht länger, 15 Jahren, es mit sehr großen Krisen zu tun gehabt, die uns gezeigt haben, dass Geld auf einmal da sein kann, um eine Krise auf den Finanzmärkten, eine Bankenkrise abzuwehren. Wir haben in der Corona-Pandemie in der EU, in Deutschland gesehen, dass auf einmal Unmengen an öffentlichen Mitteln bereitgestellt werden, um die Wirtschaft abzustützen, aber auch Beschäftigung abzustützen und soziale Not abzuwenden im nationalen Rahmen. Und es ist uns klar, dass es da eine starke politische Dimension gibt, dass mit diesen Entscheidungen auch Interessen verknüpft sind. Die Frage ist ja immer, wie ist das Verhältnis von Gemeinwohl oder Mehrheitsinteressen oder den Interessen der Schwächeren und privaten Interessen. Aber das ist ja nur ein Ausschnitt von Politik. Ich freue mich sehr, Stefan Eich hier zu haben. Stefan, du kommst aus Deutschland, aber hast dein gesamtes akademisches Leben in den USA oder im angelsächsischen Raum, erst in Großbritannien, dann in den USA verbracht. Jetzt bist du Assistant Professor für Politikwissenschaften an der Georgetown University in Washington und dort forscht und lehrst du zu politischer Theorie und politischer Ideengeschichte. Und dazu hast du ja das Thema deines Buches auch sehr gut, dass du in diesem Jahr veröffentlicht hast. Du hast da auch schon ein großes Zeitinterview gehabt und auch in anderen Medien damit erschienen. Die Financial Times hat das Buch so gelobt: A fresh and splendidly clear guide to the intellectual history of monetary policy. Also ein frischer und brillanter, klarer Guide. Übersetzt man das? Ein Ratgeber vielleicht auch oder es leitet uns durch die intellektuelle Geschichte von Geldpolitik und auch wirft auch einen Blick darauf, was eigentlich auf uns zukommt demnächst, denn auf eine Krise folgt die nächste. Du wirst jetzt die zentralen Thesen deines Buches uns vorstellen und anschließend werden wir beide dann etwa eine halbe Stunde miteinander sprechen darüber. Und danach möchten wir aber auch auf die Fragen des Publikums eingehen. Wir freuen uns sehr, dass Sie und ihr bei uns seid heute Abend. Und über das Frage-Antwort-Tool, das unten in der Leiste zu finden ist, könnt ihr eure Fragen eingeben, beziehungsweise auch ranken, also liken Fragen, die ihr interessant findet, liken und dadurch rutschen die im Ranking nach oben. Und meine Kollegin Tina Jahn wird es im Hintergrund moderieren und die Fragen sammeln und dann auch vorstellen, im zweiten Teil sozusagen. Aber jetzt erstmal, Stefan, an dich. Herzlichen Dank, dass du da bist. Ganz, ganz lieben Dank, Imme, für die Anmoderation und auch für die Gesprächsführung heute. Ich freue mich also total, hier zu sein. Ich möchte ganz kurz noch Jörg Haas danken für die Einladung und vor allem Tina Jahn für die Organisation der Veranstaltung. Also das Buch ist diesen Sommer bei Princeton University Press erschienen und zurzeit wird es auch übersetzt und wird dann wahrscheinlich nächstes Jahr hoffentlich in der Hamburger Edition auf Deutsch erscheinen. Aber in den 10 Minuten, die ich heute habe, wollte ich nur ganz kurz die Grundthesen des Buchs vorstellen und meine Herangehensweise erläutern. Ich bin mir sicher, dass wir dann in die Gegenwart treten werden im Gespräch. Aber um diese Thesen vorzustellen, wollte ich nur ganz kurz ein paar Slides zeigen mit dem Inhaltsverzeichnis und so einem ein paar Übersichtspunkten. Also ich wollte die Thesen in 3 Schritten vorstellen. Zunächst werde ich ein bisschen die Struktur des Buches erklären, meine Methodologie vorstellen und vor allem meinen Fokus auf verschiedene Geldkrisen in der Geschichte des politischen Denkens hervorheben.
Zweitens werde ich dann mehr zur begrifflichen Arbeit im Buch sagen. Also es ist nicht nur eine Geschichte des politischen Denkens über Geld, sondern ich versuche auch einige begriffliche Unterscheidungen zu treffen, die uns, glaube ich, helfen, heute über Geld politisch nachzudenken. Und dann drittens werde ich nur ein paar ganz kurzen Fragen zur Gegenwart enden, über die Herausforderungen, die wir uns heute konfrontiert sehen. Also das Buch ist unterteilt in 7 Kapitel und ein Schlusswort, die jeweils eine bestimmte Geldkrise unter die Lupe nehmen, jeweils eine Verbindung ziehen zwischen einer Veränderung im Geldwesen, oft einer Krise, und einer gewissen philosophischen, politiktheoretischen Reflexion, oft auch Intervention in diese Krisen, gerade zum Verhältnis zwischen Geld und Politik, zwischen Kapital und Staat, zwischen Wert und Gerechtigkeit. Das erste Kapitel rekonstruiert in diesem Sinne den antiken Hintergrund zur Verknüpfung zwischen Münzgeld und politischer Gemeinschaft. Und gerade durch das ambivalente Argument des Aristoteles in seinem Denken als elementaren Referenzpunkt zur Verfügung stellt und das ein wichtiger Referenz wurde für nahezu alle geldtheoretischen Debatten in den 2 Jahrtausenden, die darauf folgten. Und interessanterweise sämtliche, selbst widersprüchliche Positionen berufen sich dann immer wieder auf unterschiedliche Aspekte von Aristoteles. Und das war einer der Gründe, weswegen ich glaube, diese Rekonstruktion des Hintergrunds wichtig ist. In dem Kapitel schiebe ich den Fokus allerdings hin zu einem Argument aus der Ethik, das vor allem bis in die frühe Neuzeit einen enormen Einfluss genoss. Nämlich das Argument, dass Münzgeld also eine neue, relativ neue konventionelle Institution der politischen Gerechtigkeit auftaucht. Und ein Argument, das also so versucht aufzuzeigen, wie Geld in enger Analogie zu Recht auch ein Mittel der politischen Gemeinschaft sein kann. Ein Mittel sein kann, durch das eine politische Gemeinschaft sich selber verwaltet. Das läuft also parallel zu den Argumenten, dass Geld gleichzeitig auch als Mittel der Akkumulation funktioniert, permanent als Versuchung der Korruption auftaucht, aber gleichzeitig auch enorme Hoffnung birgt als potenzielles Mittel der Gerechtigkeit. Die Spannung zwischen diesen beiden Aspekten kann man dann in der ganzen folgenden politischen Ideengeschichte des Geldes finden. Die Kapitel, die darauf folgen, zu Locke, Fichte, Marx, Keynes, sind wirklich der Kern des Buches. Und durch diese Kapitel werden die Hauptströmungen, die Randbedingungen einer modernen Debatte zur politischen Nutzung des Geldes aufgezeigt. Und ich werde dazu in einem Moment mehr sagen, aber das ist wirklich so der Kern des Buches. Das 6. Kapitel dann zu den 70er und 80er Jahren setzt sich mit einer Frage auseinander, die aus meiner Sicht, als ich angefangen habe mit dem Projekt, enorm rätselhaft erschien. Und die Frage war, warum Geld verschwindet, zum großen Teil verschwindet, aus der politischen Theorie nach den 70er Jahren. Also die Welt in den 70er Jahren nach dem Ende des Bretton Woods-Systems in 1971 war eine Welt, die durch Geldpolitik in allen Aspekten charakterisiert wurde, inklusive Aspekte, die für uns sehr familiär erscheinen, wie zum Beispiel Ölschocks und Inflation. Also eine Phase der Politisierung wirtschaftlicher Beziehungen. Und dennoch verschwindet Geld als politische Institution genau in diesem Moment vom Radar, sowohl der deutschen politischen Philosophie, und ich schaue mir dort Jürgen Habermas an, als auch aus der amerikanischen Debatte um John Rawls und Michael Walzer. Und die Antwort, die ich im Buch auf dieses Rätsel verteidige, ist, dass die Verdrängung des Geldes aus der politischen Theorie, aus dem politischen Denken, nicht trotz dieser Politisierung geschah, sondern genau aufgrund der Politisierung des Geldwesens in den 70er Jahren zu verstehen ist. Und in diesem Sinne gibt es eine interessante Verbindung zur Entpolitisierung des Geldes in den 80er und 90er Jahren. Die offensichtliche Frage ist natürlich, warum genau diese Denker, warum diese Momente? Und für mich ist es wichtig hervorzuheben, dass es nicht einfach Fallstudien sind. Das sind also nicht einfach Denker, die ich ausgewählt habe, das sind nicht einfach Denker, die ich als entweder sehr interessant oder wichtig erachte, sondern das sind Denker, die eher aus einem Netz herauskommen, der Verweise, so intertextuelle Verweise zwischen verschiedenen Krisen, Texte, die Referenzpunkte wurden in darauf folgenden Krisen, genau wie Aristoteles ein Referenzpunkt wurde. Und in diesem Sinne ist
die Geschichte, die ich in dem Buch erzähle, eine Geschichte des politischen Denkens, das in Krisen akkumuliert, das also aufgeschichtet wird zwischen verschiedenen Krisen. Und das Buch besteht dann in dem Sinne in einer geologischen Untersuchung dieser Geldpolitik, in der Form einer Genealogie, wo verschiedene Debatten zur politischen Theorie des Geldes offengelegt werden. Wichtig allerdings ist, dass dieses Offenlegen nicht geschieht, um die Vergangenheit als Rohmaterial zugänglich zu machen, um die Vergangenheit zu schürfen, sondern stattdessen im Sinne einer geologischen Untersuchung, um unsere Lage, den Boden, auf dem wir uns befinden, den Boden, auf dem wir stehen, besser verstehen zu können. Krisen also erlauben uns in dem Sinne, Sachen neu zu sehen, die wir ansonsten gar nicht mehr sehen können. Krisen öffnen uns die Augen. Und genau wie in der Vergangenheit vorherige Krisenerfahrungen zu einem Interesse zu vorherigen Krisen geführt haben, können wir jetzt in andere Krisen zurückschauen und eine gewisse Orientierung gewinnen. Die Fußnoten zwischen den Texten, die also diese unterschiedlichen Denker und unterschiedliche Momente verbinden, erscheinen dann als Wurmlöcher, als Portale für Zeitreisen, wo wir dann zwischen verschiedenen Krisen Orientierung finden können oder zumindest suchen können. Das Resultat ist dann eine Stratigraphie geldpolitischer Krisen, deren Schichten uns auf verschiedene politische Theorien des Geldes verweisen, durchaus widersprüchliche Theorien, die in unterschiedliche Richtungen ziehen. Und das Ziel dieser Kartografie ist aus meiner Sicht die Suche nach Orientierung oder zumindest die Hoffnung, dass wir besser in der Lage sind, uns unserer eigenen Situation bewusst zu werden und aber auch ein besseres Verständnis gewinnen können, wo wir dann eigentlich hinwollen. Nur ganz kurz, so einige dieser Positionen, dieser vieldimensionalen Karte aufzureißen. Eine wichtige moderne Position, die wir also immer wieder auch in der Gegenwart, glaube ich, sehen, ist ein Argument, das aus John Locke hervorgeht, nämlich eine paradoxe Beobachtung, dass Geld politisch so wichtig ist, dass es eben genau aus politischen Entscheidungsprozessen entfernt werden muss. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Argument, das unterschiedliche Formen annimmt, das man aber als politisches Argument immer wieder entdecken kann. Und man findet dann auf der anderen Seite genau radikal Gegenvorschläge, wo Geld als Mittel des Sozialvertrags vollkommen politisiert werden sollte und eine monetäre Souveränität im Prinzip zur Vollendung des Sozialvertrags führt. Fichte ist ja ein wichtiges Beispiel. Aber dann auch eine Art und Weise, wo man sehen kann, wie geldpolitische Forderungen mit Forderungen für republikanische Reformen im 19. Jahrhundert Hand in Hand gehen. Proudhon ist ein wichtiges Beispiel hier, wo man also sehen kann, wie populäre Geldreformen dazu führen soll, dass Zugang zu Kredit selber republikanisiert wird. Marx wiederum lese ich im Buch als genau auf diese Tradition antwortend, als genau auf Proudhon reagierend, und darauf hinweisen, dass eben diese Geldreformen letztendlich epiphänomenal sind, dass sie also nicht in der Lage sind, die tieferen Strukturen der Wirtschaft zu verändern. Also eine Position, die sowohl kritisch gegenüber der Lockeschen Position ist, als aber auch skeptisch gegenüber der Fichtischen oder Proudhonschen Situation. Und dann letztendlich Keynes, ich bin mir sicher, dass wir noch mehr über Keynes reden werden, aber Keynes ist für mich jemand, der nicht so einfach in eine dieser Positionen passt, sondern ständig versucht, verschiedene Optionen zu kombinieren. Locke und Fichte zusammenzubringen, Marx und Locke zusammenzubringen und aus der Perspektive oft fehlverstanden wird, aber auch enorm produktiv ist als jemand, mit dem wir denken können. Okay, das nur ganz kurz zum Überblick über das Buch. Ein paar kurze begriffliche Klarstellungen. Erstmal, was ist Geld? Was ist der Geldbegriff, mit dem ich hier arbeite? Ganz kurz gesagt, verstehe ich Geld hier als eine Form zirkulierenden Kredits oder eine Form zirkulierender Schulden. So in gewisser Sinne ein Schuldschein, der in einer Gemeinschaft akzeptiert wird. Entweder auf der Basis von Vertrauen oder aufgrund eines staatlichen Gewaltmonopols, in der Regel in einer Kombination dieser beiden Faktoren. Das hat zwei direkte Konsequenzen. Die erste ist,
Das ist die Geschichte, die weiterhin oft in VWL-Textbüchern auftaucht, nämlich dass man eine Entwicklung findet von Tauschhandel zu Metallgeld zu Kredit, fundamental falsch ist. Und dass wir stattdessen eine Geschichte des Geldes haben und eine politische Geschichte des Geldes haben, die von Anfang an sich um Kredit dreht. Und Kredit hier hat ganz wichtige Verbindungen zu Vertrauen, Glauben, Erwartungen. Die Zukunft ist immer ein Teil dieser Debatte. Eine weitere begriffliche Konsequenz ist, dass Geld eben kein Gegenstand ist, sondern eine Idee. Geld ist eine Art des kollektiven Glaubens, Kreditor, also das Wort für Kredit hat es schon mit drin, und ein Wertmaß in diesem Sinne. Wir benutzen zwar Gegenstände, um Geld zu repräsentieren, aber diese Gegenstände sind nicht wirklich Geld im engen Sinne, genau wie das Geld zum großen Teil gar nicht als Währung existiert, sondern virtuell auf Bankkonten. Ja, also Geld ist immer eine Idee. Und genau deswegen ist Geld ganz eng mit Machtfragen verwoben. Und nicht nur der Macht, die dadurch entsteht, ob man jetzt Geld hat oder nicht, sondern der tiefer gehenden Machtfrage, wer in der Lage ist, Geld zu schöpfen. Geldmacht in diesem Sinne ist die Macht zu entscheiden, wer Geld schaffen darf und wer es sich erwirtschaften muss. Und für mich bedeutet das konkret, dass Geld immer in einem Spannungsverhältnis zwischen Vertrauen und Gewalt existiert. Das ist eine rechtliche Institution, die aber auch auf Vertrauen beruht. Eine Geldordnung ist ein verfassungsrechtliches Projekt, das aber immer gleichzeitig auch eine Institution des kollektiven Glaubens ist. Mit engen Verbindungen wiederum zur Zukunft und zur Erwartung. Ich schaue mir das Ganze aus der Perspektive der politischen Theorie an, mit vor allem einem Interesse an Fragen zu Sprache und politischer Sprache. Und Geld aus der Perspektive wiederum erscheint als ein linguistisches Projekt, als ein fragiles Projekt politischer Sprache. Also das Problem, was wir auch heute zu tun haben werden, wie wir dann am besten politisch über Geld reden, ist also nicht nur ein zweitrangiges Problem der Beobachtung, sondern fundamental ein Teil dieses politischen Projekts des Geldes selber. Noch eine letzte begriffliche Beobachtung und dann ende ich mit ein paar Fragen zur Gegenwart. Das heißt also für mich, dass Geld immer politisch ist, nie neutral. Und dass wir eigentlich nicht über die Entpolitisierung des Geldes reden sollten, sondern dass es präziser wäre, diesen Prozess als eine Politik der Entpolitisierung zu beschreiben. Was verschwindet, ist also nicht Politik selber, sondern die demokratische Debatte über Politik. Wiederum eine Verbindung zur Sprache. Also die Entpolitisierung des Geldes, die wir zum Beispiel seit den 80er Jahren bis zur Finanzkrise beobachten konnten, ist aus dieser Perspektive vor allem eine Entdemokratisierung. Das war oft im Hintergrund dieser Vorstellung des neutralen Geldes, aber manchmal findet man einige Leute, wie zum Beispiel den Volkswirt Rudi Dornbusch, die es dann tatsächlich explizit machen. Also hier ist ein Zitat, das Dornbusch im Jahr 2000 gegeben hat, im Kontext der Europäischen Zentralbank, in dem er Geld, demokratisches Geld schlichtweg als schlechtes Geld beschreibt. Das war, glaube ich, so ein Statement, das diese Phase des entdemokratisierten Geldes sehr gut beschreibt. Das Bild, das dieses entdemokratisierte Geld auf einer höheren Ebene der Reflexion oft hervorbrachte, ist die Vorstellung, dass es nicht so sehr einfach aus der Demokratie selber wirklich verschwindet, sondern dass die Demokratie selber sich einfach bindet. Dass also aus technischen Gründen Demokratien besser in der Lage sind, ihre eigenen Ziele zu erreichen, wenn sie in der Lage sind, ihre Hände zu binden. Das war gleich ein dominantes Bild wiederum in dieser Phase und weiter ein Bild, das nicht ganz verschwunden ist, das aber für uns, ich glaube, zumindest seit der Finanzkrise und auf jeden Fall seit den Corona-Maßnahmen, wo die Aktionen der Zentralbanken wiederum so offensichtlich wurden und so offensichtlich, wie immer schon gesagt hat, politisch geladen hervortraten, ist es für uns sehr schwierig, dieses neutrale Bild rein zu akzeptieren. Und selbst in dem Bild der demokratischen Selbstbindung tauchen immer mehr Fragen auf.
so eine Lösung führt, man löst ein Problem, aber führt zu einer ganzen Reihe an Folgeproblemen. Zum Beispiel, wer dann da genau diese Bindung wieder aufheben kann. Ob eine Demokratie in der Lage ist, sich wieder zu entbinden nach einer Selbstbindung und so weiter. Also das ist die Situation, in der wir uns heutzutage befinden. Eine Situation, die aus meiner Sicht gut beschrieben ist durch den Begriff des Interregnums. Dass also eine alte Geldvorstellung des Geldes aus der Politik entfernt, entweder komplett neutral oder zumindest aus dem politischen Prozess selber entbunden aufgrund Formen der Selbstbindung, nicht mehr unsere Realität beschreiben kann, nicht mehr die Komplexität der Aktion der Zentralbanken beschreiben kann, die nicht mehr einfach nur Zinssätze erhöhen oder runterfahren, sondern aktiv in sämtliche Finanzbereiche intervenieren, durch Liquiditätsmaßnahmen, durch die ganzen Maßnahmen, die halt zum Beispiel in den Corona-Maßnahmen offensichtlich wurden. Diese aktiven Zentralbanken passen nicht mehr in das alte Bild des neutralen Geldes. Und dennoch ist es nicht klar, was denn genau das neue Bild sein könnte. Wie wir genau über die politische Theorie des Geldes nachdenken können, auf eine Art und Weise, die demokratische Sprache wieder in diese Debatte hineinführt. Und meine Hoffnung ist, und ich bin mir sicher, dass wir Teile davon im Gespräch irgendwie behandeln werden, dass diese historische Reise zu den verschiedenen Krisenschichten zumindest unsere politische Vorstellung und unsere politische Sprache bereichern kann. Uns aufführen kann, welche verschiedenen Positionen möglich sind und dass Positionen, die wir aus langer Zeit als entpolitisiert erachtet haben, wie zum Beispiel die Locke'sche Position, selber eine gewisse politische Position beinhalten. Und wenn man das akzeptiert, dann kann man, glaube ich, eine produktive Debatte führen über die politischen Ziele, die wir durch Geld erreichen wollen, aber auch die Grenzen der Geldpolitik, wo man dann einfach andere ökonomische Mittel, andere fiskalpolitische Mittel in Betracht ziehen sollte. Aber dafür muss man sich erstmal dieser neuen Funktion der Debatte über Geld als eine fundamentale Debatte über Demokratie und Politik erstmal bewusst werden. Ich ende also hier und freue mich auf das Gespräch erst mit Imme und dann mit dem Publikum. Ja, vielen Dank für diesen sehr schnellen Ritt durch ein sehr komplexes Thema, ne? Also Wir müssen uns jetzt ja eigentlich nochmal vergegenwärtigen, welche Krisen das eigentlich genau waren zu den Zeiten in den einzelnen Kapiteln und wie sozusagen die Reaktion war oder die Erklärmodelle und wem jeweils welchen ethischen und Ansichten und theoretischen Modellen oder Prämissen die Denker, das waren ja alles Männer, verpflichtet waren. Ne? Ich habe eine Frage, also bei Marx ist es ja so, das schreibst du so auch in der Einleitung, dass er zu der resignierten Erkenntnis gekommen ist, dass Geld immer dem Kapital verbunden ist und nie dem Staat oder dem öffentlichen Interesse, wenn man das mal so formuliert, dem privaten, sondern nicht dem öffentlichen Interesse. Was bleibt denn dann für eine Perspektive für die Demokratisierung oder für den tatsächlichen Diskurs der politischen Gemeinschaft? Nicht der Gemeinschaft von Kapitalbesitzern, sondern der gesamten politischen Gemeinschaft. Ja, das ist also eine der Entwicklungen, die man halt im Verlauf dieser Krisen entdeckt, dass halt Geld immer mehr als Kapital auftritt und immer weniger als wirklich rein konventionelle Institutionen, die durch Recht wirklich verändert werden kann. Und ich glaube, das ist durchaus eine Beobachtung, die wir in der Gegenwart wiederfinden können. Wo es halt selbst, wenn man sich die Corona-Maßnahmen anschaut, das Ziel dahinter war ja nicht rein den Staat zu unterstützen oder die öffentlichen Finanzen zu unterstützen oder, um zynisch zu sprechen, noch nicht mal offensichtlich, dass es tatsächlich darin bestand, Bürger zu helfen, sondern es ging darum, einen Finanzkollaps abzuwenden. Es ging also darum, dass das Finanzsystem Unterstützung brauchte und dass Zentralbanken radikal eingetreten sind, genau um Liquidität zur Verfügung zu stellen, im Interesse des Finanzwesens. Was eigentlich gut in diese
sehr skeptische Position, die Marx uns zur Verfügung stellt, passt. Was bleibt da noch, sind, glaube ich, zwei Sachen. Das erste ist, dass Geld, selbst wenn es durch die Interessen des Kapitals geleitet ist, immer dennoch regiert werden muss. Es braucht also jemanden, der Entscheidungen trifft über die Regierbarkeit und fundamentale Entscheidungen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, ob Liquidität zur Verfügung gestellt wird und wer diese Liquidität zum Beispiel bekommt. Zutiefst politische Entscheidungen. Selbst wenn man also davon ausgeht, dass diese Entscheidungen letztendlich im Interesse des Kapitals getroffen werden, sind das Entscheidungen der Regierbarkeit des Kapitals und Entscheidungen, die vor allem in öffentlichen Institutionen getroffen werden, wie zum Beispiel in Zentralbanken. Das Zweite ist, dass also das Finanzwesen trotz der eigenen Macht aus meiner Sicht zutiefst abhängig ist, genau vom Staat. Also nicht offensichtlich, dass die Abhängigkeit nur in eine Richtung verläuft, also dass nur der Staat vom Finanzwesen abhängig ist, was natürlich auch der Fall ist, sondern gleichzeitig bedarf das Finanzwesen natürlich erstmal der Macht der Krisenregierbarkeit, die in Zentralbanken existiert, dass also in Krisen auf einmal alle Finanzmarktakteure zu den Zentralbanken schauen und auf Rettung warten. Aber auch im tagtäglichen Ablauf des Finanzwesens spielen zum Beispiel die Schulden, die Staaten zur Verfügung stellen, die sogenannten risikolosen Staatsschulden, eine absolute fundamentale Rolle, ohne die das ganze Finanzwesen gar nicht existieren könnte. Das heißt, wir befinden uns in einer Situation, in der die ganze marxische Analyse eigentlich zutrifft, und es dennoch aber ein Abhängigkeitsverhältnis gibt vom Finanzwesen gegenüber des Staates. Und im Staat laufen dann ganz spannende Debatten ab über die Demokratisierung der Zentralbanken und die politischen Faktoren, die diese Zentralbanken in Betracht ziehen sollten, wenn sie diese Entscheidung treffen. Das heißt also, wir bewegen uns nicht in einem Rahmen, in dem politische Akteure komplett frei handeln können, ohne die Interessen des Kapitals in Betracht zu ziehen, sondern vielmehr, dass selbst in dieser sehr beengten Konstellation, also ich will das nicht romantisieren, das ist wirklich eine sehr unangenehme Situation, in der wir uns befinden, dennoch enorm wichtige politische Entscheidungen getroffen werden müssen und die können durchaus komplett unterschiedliche Resultate hervorbringen. Ja, das leuchtet ein. Also man sieht das ja auch daran, dass also als die Politik hat damals 2008 auf Draghi geguckt und als Draghi den Satz gesagt hat, yes, we will do whatever it takes, was immer nötig ist, dann konnte die Politik auch wieder einhaken und handeln und wusste, wir haben jetzt eine Grundlage, auf der wir handeln können. Also da, ich glaube, diese Szene, die spiegelt das ganz, illustriert das ganz gut, was du sagst von dieser gegenseitigen Abhängigkeit. Aber bei der demokratischen Gestaltung geht es uns ja eigentlich um Gestaltungsfreiräume. Na, also und woher kommen die? Wir verbinden Gestaltungsfreiräume eigentlich mit öffentlichen Schulden, also mit öffentlicher Kreditaufnahme, also mit Gestaltungsspielraum. Plus da geht es ja nicht nur um Geldpolitik, da geht es ja auch um Steuerpolitik. Also dass man eben sagt, der Staat muss sich verschulden, weil er eben ja lieber das tut, als Steuern zu erheben. Es ginge ja von den großen Kapitalbesitzern Steuern zu erheben. Und wie, also wo ist da sozusagen die Grenze zwischen zwischen Geldpolitik, also der politischen Debatte über Geldpolitik und der politischen Debatte über Steuerpolitik? Und allein, wo man genau diese Unterscheidung, diese Grenze zieht, ist, glaube ich, eine interessante Frage dieser Debatte. Es ist ja keine natürliche Unterscheidung. Es ist keine offensichtliche Unterscheidung, wie man genau jetzt Fiskalpolitik von Geldpolitik unterscheidet. Und wiederum die Corona-Maßnahmen sind das beste Beispiel dafür. Aber es gibt eine ganze Reihe an Maßnahmen, die genau die Aktion der Zentralbanken in den letzten 10, 15 Jahren charakterisieren, wo es dann eben nicht mehr um einfach das Setzen von Zinsen geht, sondern Interventionen, die eigentlich fiskalpolitische Dimensionen haben. Und wenn man also diese Unterscheidung zwischen Geldpolitik und Fiskalpolitik nicht als eine technische Unterscheidung sieht, nicht als eine natürliche Unterscheidung, sondern als selber eine politische Entscheidung mit enormen Konsequenzen, nämlich welche Methoden der politischen Legitimität sind erforderlich. Also wir sind alle davon überzeugt, dass Steuern nur in dem Kontext demokratischer Deliberation legitimiert werden können.
dass also eine Zentralbank, die nicht durch ein gewähltes Parlament bestimmt ist, nicht in der Lage ist, neue Steuern einzuführen. Das ist einfach einer der Grundsätze des politischen Systems. Man sieht also sofort, wie genau die Unterscheidung gezogen wird zwischen Geld- und Fiskalpolitik, ganz unterschiedliche politische Prozesse hervorruft. Und ich glaube, wiederum eines der Zeichen des Interregnums ist, dass die Zentralbanken aus dem alten, sehr eingeengten Verständnis herausgewachsen sind und inzwischen Funktionen angenommen haben, die nahezu fiskalpolitisch sind, die aber die fiskalpolitische Legitimation eben nicht besitzen. Oder um es positiv auszudrücken, es gibt immer mehr Hoffnung, dass halt Zentralbanken eigentlich nahezu fiskalpolitische Aktionen durchführen könnten, wie zum Beispiel, wenn es um die Energiewende geht. Und dann gibt es natürlich Fragen dann, okay, aber was sind denn die Legitimationsmaßnahmen, die dahinter stehen? Wie können wir diese Maßnahmen, die wir eigentlich wollen, so legitimieren, dass sie tatsächlich erfolgreich sind? Ja, das war eigentlich die andere Frage, die ich hatte. Ich habe jetzt in deinem Buch das Kapitel zu Keynes und in der globalen, also wie geht man eigentlich mit Geldpolitik in einem globalen Zeitalter um? Aber die Frage, also das ist, wäre die eine Frage, also aber die stelle ich erstmal zurück. Die eigentliche Frage, die ich stellen würde, ist, was wäre denn aus deiner Sicht eine Geldpolitik oder eine Zentralbankpolitik, die eben sich am Gemeinwohlinteresse orientieren würde. Also zum Beispiel eine sozialökologische globale Geldpolitik, die Transformation befördern wird. Was wäre denn, wie müsste die aussehen? Oder geht es dir gar nicht so sehr darum, wie die Geldpolitik aussieht, sondern wie man zu einer Geldpolitik kommt, die das dann eben ermöglicht? Ja, also im Buch argumentiere ich so auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Auf der einen Ebene geht es mir einfach darum, bessere begriffliche Unterscheidungen, bessere Instrumente zur Verfügung zu stellen, wie wir denn diese Debatten führen können. Ne? Das ist also der Hauptteil des Buches. Im Schlusswort allerdings spreche ich dann mehr nicht als Historiker, sondern als jemand, der selber als Bürger an diesen Debatten teilnimmt und als politischer Theoretiker sich darüber Gedanken gemacht, genau wie denn andere Zentralbankinstitutionen aussehen könnten. Aus meiner Sicht ist, glaube ich, das Wichtigste zu erkennen, dass die Debatte eigentlich festgefahren ist zwischen zwei Positionen, die nicht sehr hilfreich sind. Auf der einen Seite die Position, die eigentlich weiterhin auf die Unabhängigkeit der Zentralbanken besteht und eigentlich sich die letzten 10, 15 Jahre anschaut und genau aufgrund dieser bröselnden Legitimation umso stärker darauf besteht, dass halt die ganzen Aktionen vollkommen unpolitisch sind, dass da nichts passiert, was irgendwie politisch relevant ist, dass es rein technische Entscheidungen sind. Und dann gibt es dann die Gegenreaktion darauf, die darauf besteht, okay, wir müssen einfach die Unabhängigkeit der Zentralbanken abschaffen und die Zentralbanken eigentlich wieder vollkommen in die Exekutive oder Legislative integrieren. Ich glaube, das sind zwei nicht sehr hilfreiche Gegensätze. Und stattdessen ist es, glaube ich, produktiver, über die Demokratisierung der Zentralbanken erstens darüber nachzudenken, wie wir genau das Allgemeinwohl besser repräsentieren können. Das wäre so eine Debatte eigentlich, wie man die Zentralbanken intern demokratischer machen könnte. Also zum Beispiel, wer sitzt da am Tisch und trifft Entscheidungen? Welche Stimmen sind vertreten und welche Stimmen fehlen? Das ist also ein Beispiel zum Beispiel, wie man auf diese Dominanz des Kapitals in kleinen Schritten reagieren könnte. Das ist also nicht nur die Interessen des Finanzwesens repräsentiert werden, sondern vielleicht auch Leute, die ihren Job verlieren werden durch einen Anstieg der Zinsen. Also das wäre eine Möglichkeit. Da gibt es eine ganz reiche, spannende Literatur in der politischen Theorie über alternative Formen der Demokratie außerhalb des existierenden kind of legislativen Modells des Parlamentarismus. Wie kann man einfach Institutionen generell demokratisieren? Zentralbanken sind aus meiner Sicht aufgrund der enormen Macht, die sie haben in unserem politischen System, ein offensichtlicher Kandidat, um diese Debatten zu beginnen. Gleichzeitig aber auf einer viel strukturelleren Ebene muss man, glaube ich, über diese Abhängigkeit zwischen Kapital und Staat, die wir eben besprochen haben, im Kontext des Geldwesens nachdenken. Ein Großteil der Abhängigkeiten, zum Beispiel was eine Zentralbank machen kann, wie ihre Hände gebunden sind und was der
Aktionsraum ist, ist dadurch diktiert, dass die Zinsen durch ein privates Bankensystem letztendlich an die Konsumenten und Bürger überliefert werden. Dass es also nicht so ist, dass eine Zentralbank tatsächlich direkt auf die Wirtschaft handeln kann, sondern immer abhängig ist von Banken. Also jeglicher Versuch, das Kreditwesen zu kontrollieren, entweder einzuschränken oder zu expandieren, inklusive in Klimafragen, hängt immer davon ab, ob es im Interesse der Banken ist, das jeweils umzusetzen. Mhm. Wir sind also abhängig von so einem Übersetzungsmechanismus, der ursprünglich vielleicht einen durchaus plausiblen Grund hatte, dass wir eine Funktion aus Effizienzgründen ausgelagert haben, die uns aber inzwischen in ein Abhängigkeitsverhältnis gezwungen hat. Also wenn man über Demokratisierung des Geldes aus der Perspektive nachdenkt, geht es gar nicht so sehr um das Design der Zentralbanken, als vielmehr das Design des Geldwesens selber. Wie sollte das Geldwesen strukturiert sein, damit Zentralbanken besser in der Lage sind, nicht nur die Interessen des Finanzwesens umzusetzen, sondern breitere Vorstellungen des Gemeinwohls einzubauen? Also das ist halt so eine Debatte, eine eher technische Debatte, die aber auch sehr aktiv ist zurzeit, wo es dann darum geht, wie neue Formen des öffentlichen Kredits, des öffentlichen Geldwesens eigentlich so als parallele öffentliche Infrastruktur eigentlich aufgebaut werden müssten. Dass also das ganze Geldsystem eigentlich privatisiert wurde und weiter immer stärker privatisiert wird. Und das dazu führt, dass wir also eine fundamentale öffentliche Infrastruktur des demokratischen Lebens aus öffentlicher Hand gegeben haben. Und um das zu bekämpfen, muss man entweder durch starke Regulation dem entgegensteuern oder vielleicht sogar parallel auch alternative öffentliche Infrastrukturmodelle zur Verfügung stellen, wo man also eine Bürger in die Lage versetzt, direkt mit Zentralbanken in Kontakt zu treten. Oder zum Beispiel Kredit zu bekommen, der nicht aus rein privater Hand kommt, der nicht allein aus Profitgründen gegeben wird, sondern aus anderen Gründen, sei es irgendwelche Betrachtungen der Ungleichheit. Dass wir denken, dass hier gibt es einfach Regionen, aus denen Banken sich vollkommen herausgezogen haben und die dadurch keinen Zugang mehr zu Kredit haben. Und da muss einfach öffentliche Infrastruktur diese Leistungen oder aber auch zu gesellschaftlichen Projekten, die wir unterstützen wollen, die aber nicht profitabel sind aus Sicht der Banken, wo dann einfach die Rolle des öffentlichen Kredits wäre, diese Lücke zu schließen. Und wenn man das macht, dann sind auf einmal die Handlungsspielräume der Zentralbanken auch komplett anders. Also öffentliche Kredite als ein Gestaltungsinstrument und nicht Kredite oder ja doch Kredite, die jetzt die in der Corona-Krise beispielsweise die Regierung ja privaten wirtschaftlichen Akteuren gegeben hat, einfach um den Status quo zu erhalten, aber mit geringem Gestaltungsanspruch, ne? Und eben nicht nur öffentliche Kredite, um ein ökonomisches Problem zu lösen, was natürlich auch der Fall ist, sondern es sind gleichzeitig Versuche, diese Abhängigkeit ein bisschen zu lockern. Ja, das finde ich interessant. Wie würdest du denn dann Kryptowährungen einordnen? Weil wenn ich dich richtig verstanden habe, sind dann ja Kryptowährungen eigentlich ein Weiterdrehen des privatisierten Umgehens mit dem Geldwesen, ne? Und nicht im Sinne, weil es geht ja um Einzelpersonen, die in der Lage sind, sich an Kryptowährungsschürfung zu beteiligen, aber es ist ja keine Struktur, die ein öffentliches Interesse voranstellt, ne? Oder? Ja, genau. Also man sieht halt in Krypto genau diesen Kampf eigentlich zwischen dieser Vorstellung des privaten Geldes und auf der anderen Seite dann aber diese ganzen Projekte von Zentralbanken über Central Bank Digital Currencies, der Versuch, die neuen digitalen Geldformen wieder in die öffentliche Hand zu bringen. Und das sind so zwei unterschiedliche Vorstellungen, die durchaus zeigen, dass irgendwie die Technologie selber mehr Handlungsspielraum erlaubt, als man es meistens denkt. Das ist also es hängt einfach vom Design der Technologie ab, was man dann genau möchte. Wenn man das natürlich als privates, dezentralisiertes, entdemokratisiertes Zahlungsmittel entwirft, dann hat es genau den Effekt, ne? Ich glaube, was zu Krypto interessant ist, dass die Vorstellung, dass es tatsächlich eine private Form des Geldes ist, sehr dominant war in den ersten Jahren nach der Finanzkrise. Und Krypto im Prinzip genau als so die private Gegenantwort auf die Krise des Interregnums, auf die ich verwiesen habe, erschien. Dass aber diese Vorstellung eigentlich komplett in den Hintergrund getreten ist, genau weil Krypto so erfolgreich war als spekulatives Investmentprojekt. Und dass dann genau die Preissteigerung dazu geführt hat, dass es eben nicht mehr als Geldmittel plausibel ist. Also man möchte einfach nicht
mit Geld umgehen, das irgendwie 1000% hoch und runter gehen kann. Ja. Da gibt es also eine interessante Spannung zwischen der Vorstellung des, von Krypto als privates Geld oder weiter Schritt zur Privatisierung des Geldes und auf der anderen Seite des spekulativen Elements. Ja, genau. Ich denke, das spekulative Element hat ja gerade viele angezogen. Also nicht nur, dass die Vorstellung, man hätte da etwas Sicheres, sondern eben etwas, was sozusagen den Kräften, denen man jetzt misstraut seit der Finanzkrise, entzogen ist, sondern eigentlich hat es das dann ja potenziert, weil die Finanzkrise ist ja auch durch Spekulation mit ungeeigneten Objekten sozusagen entstanden, ne? Ja. Mit der einzige Unterschied ist, glaube ich, und das macht es wieder spannend für jemanden wie mich, der sich das aus politisch-theoretischer Perspektive anschaut, ist, dass nicht die tatsächliche Struktur des Kryptomarktes, aber die Rhetorik des Kryptomarktes auf einmal um Demokratie und Zugang dreht. Ja. Das heißt, also diese ganzen Versuche, Krypto und andere spekulative Investitionsmöglichkeiten breiteren Bevölkerungsschichten zugänglich zu machen, Hand in Hand ging mit der Sprache der Demokratie. Was natürlich pervers ist aus meiner Sicht. Aber durchaus interessant ist, weil es, glaube ich, also erstmal irgendwie so ein kritisches Defizit, glaube ich, aufgreift, dass da irgendwas fehlt und auf der anderen Seite, wenn man das positiv lesen möchte, zumindest die Sprache der Demokratie in die Debatte zurückbringt, wo dann die Aufgabe ist, das Demokratieverständnis zu erklären und zu vertiefen und wegzukommen von diesem sehr privatisierten neoliberalen Modell der Demokratie als Spekulation hin zu einer Vorstellung der Demokratie als Gleichheit oder als diese öffentliche Komponente wieder hinzuzubauen. Aber zumindest gibt es eine Debatte über Demokratie. Statt dieses Zitats, was ich gezeigt habe, dass halt Demokratie und Geld einfach vollkommen unterschiedliche Projekte sind, die man am besten weit voneinander entfernt hält. Ja. Aber wenn man das so formuliert, also auch was du gesagt hast, was wäre eigentlich wie würde eine Zentralbank agieren können, die sich dem Gemeinwohl oder dem Allgemeinwohl und auch der Demokratie verpflichtet fühlt, dann würde man doch aber die Zentralbanken trotzdem als unabhängige Institutionen sehen. Oder würde man sagen, also die Frage ist ja, wie müsste eine solche Zentralbank strukturiert sein? Du hattest gesagt, sie bräuchte Stimmen oder eben Wissen, also Akteure in der Zentralbank, die Interessen der Benachteiligten vertreten oder eben auch derer, die keine Stimme haben. Also die Diskussion, die wir jetzt in der Europäischen Zentralbank haben, also dass eben die EZB auch Klimapolitik eigentlich befördern müsste. Und Klima hat ja keine Stimme, interessiert sich ja eigentlich auch nicht für uns, ja andersrum. aber müsste es dann trotzdem eine unabhängige Zentralbank sein, um eben zum Beispiel auch ein Korrektiv jetzt aus der Perspektive dieser Ziele gegenüber einer Regierung zu sein? Oder würde eben Demokratisierung der Zentralbank bedeuten, sie ist dann doch dem Parlament unterstellt? Ich würde das Problem auf zwei unterschiedliche Arten angehen. Der erste Punkt wäre, nicht einfach von dem Modell der Zentralbank als Vertreter der Interessen des Kapitals umzuschwenken zu einer Vorstellung der Zentralbanken als Vertreter des generellen Wohlfahrts, sondern stattdessen die Entscheidung innerhalb der Zentralbanken als politische Kämpfe zu verstehen, als permanente Versuche, Koalitionen zu bilden und Dispute über die distributiven Folgen der Geldpolitik, über die Geldmacht, die ich besprochen habe, diese Macht der Geldschaffung, die tatsächlich dann idealerweise in den Zentralbanken ausgekämpft wird. Also ich will gar nicht irgendwie hoffen, dass da letztendlich in den meisten Fällen tatsächlich das Gemeinwohl gewinnt, aber zumindest gibt es den Kampf, wo das Gemeinwohl wie ein Teil dieser, oder zumindest verschiedene Vorstellungen des Gemeinwohls Teil der Debatte sind. Und das führt uns, glaube ich, weg von der Vorstellung eben, dass diese Entscheidungen rein technisch sind. Natürlich haben die eine zutiefst technische Komponente. Und wir brauchen Leute in Zentralbanken, die diese technische Kompetenz haben. Aber ein Großteil der Entscheidungen sind natürlich auch politische Entscheidungen mit distributiven Folgen. Und diese Kämpfe sollte man eigentlich, aus meiner Sicht, könnte man zumindest produktiv in den Zentralbanken selber rekreieren. Das führt zu dem zweiten Punkt über Unabhängigkeit. Denn aus meiner Sicht wiederum ist es, glaube ich, zu schnell reagiert, einfach den Begriff unabhängig einfach
beiseite zu schieben und Zentralbanken komplett in die Legislative zu integrieren, sondern für mich ist vielmehr die Frage, unabhängig von was, von wem? Mhm. Da gibt es also durchaus, glaube ich, ein gutes Argument, dass man dass wir im Prinzip Zentralbanken haben, die nicht genügend unabhängig sind zurzeit, weil sie eben enorm abhängig sind vom Finanzwesen, eigentlich die Interessen des Finanzwesens vertreten. Also wenn man über unabhängige demokratische Zentralbanken nachdenken möchte, dann sollte man sich Gedanken machen, wie man eben nicht nur Zentralbanken gegenüber der Legislative immunisiert und abschottet, sondern gleichzeitig auch von den offensichtlichen Versuchen privater Finanzmarktakteure die Entscheidung zu beeinflussen. Mhm. Das ist also vielmehr, glaube ich, eine produktivere Art und Weise, über Demokratie und Unabhängigkeit gleichzeitig nachzudenken, anstatt die beiden gegeneinander zu setzen. Aber die Ziele, die dann so eine demokratische, unabhängige Zentralbank verfolgen sollte, die würden dann schon aus dem demokratischen Diskurs im Parlament, in der Gesellschaft entstehen. Ne? Das wäre dann ja die legitime Grundlage für das Handeln der Zentralbank. Aber ja, ich glaube, halt weiterhin genau diese Vorstellung des Mandats her, dass also Zentralbanken ein gewisses Mandat erhalten und dass dieses Mandat eben durch die Legislative legitimiert wird. Aber innerhalb eines gewissen Mandats kann man immer noch so viele unterschiedliche Entscheidungen treffen. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Problem. Ich glaube, in Amerika ist es noch viel interessanter, weil in den USA eigentlich das Mandat aus gewisser Sicht viel stärker an der Gleichheit orientiert ist als im europäischen Kontext. Im europäischen Kontext ist das Hauptmandat Preisstabilität. Und dann gibt es eine Reihe an sekundären Mandaten, aber es ist hauptsächlich Preisstabilität. Und dann ist natürlich kein Wunder, dass die Zentralbank dieses Mandat erfüllt und sich hauptsächlich um Preisstabilität kümmert und nicht so sehr um die potenziellen Folgen auf Arbeitslosigkeit. Mhm. In den USA hingegen ist das Mandat selber Preisstabilität und Maximum Employment. Mhm. Mhm. Aber im tagtäglichen Handeln der Zentralbanken, klar, es macht einen Unterschied und es gibt durchaus Studien, die zeigen, dass also dieses Dual Mandate gerade im Vergleich zu Europa dazu führt, dass die amerikanische Zentralbank vielleicht ein bisschen mehr auf Arbeitslosigkeit schaut als die EZB. Aber dennoch gibt es so viele Möglichkeiten, da Wege drumherum zu finden. Also zum Beispiel haben die meisten amerikanischen Zentralbanker haben das Mandat einfach schlichtweg umformuliert als Maximum Sustainable Employment. Was also gar nicht im Text selber drinsteht, aber vollkommen akzeptiert ist inzwischen. Das heißt, yes, man braucht immer noch das Mandat, man braucht weiterhin diese demokratische Legitimation, die tatsächlich durch das Parlament kommt, aber das ist eben nicht genug, denn die Entscheidung, die technischen Entscheidungen selber sind so wichtig und da wird so viel Flexibilität, wie man das Mandat dann am besten erfüllt, wie man es genau definiert und wie man es dann erfüllt. Das ist also, dass man jemanden braucht, der halt wirklich da jemand auf die Finger schaut und genau beobachtet, wie dann genau die Entscheidungen getroffen werden. Mhm. Aber dann habe ich doch noch eine Frage. Also wenn ich jetzt an unser Jahrhundert denke, ne, wo wir ja vor globalen Herausforderungen stehen, die eben auch ein global abgestimmtes Vorgehen eigentlich brauchen, wo das unmittelbare Problem, was dann natürlich sofort auftaucht, die extreme Ungleichheit zwischen den globalen Akteuren ist. Ne? Also ein Land wie Mali versteht sich nicht als globaler Akteur. Ja? Ein Land wie die USA wird von außen als globaler Akteur gesehen, aber handelt eben natürlich auch im Eigeninteresse. Ja? Wie kann es denn in dem Sinne eine globale demokratische Geldpolitik geben? Und hinzu kommt ja auch noch, wenn wir es mit Finanzmärkten zu tun haben, wo ja die unumstrittene globale Leitwährung der US-Dollar ist. Das ist die eine Frage. Und die Teilfrage, die sich da vielleicht anschließt, ist, wäre es denn leichter, eine konstruktive, gestaltende globale Geldpolitik zu haben, wenn es jetzt mehrere Leitwährungen gäbe? Also wenn dann noch der Euro dazu käme oder der Renminbi? Also, ja, danke, das ist eine ganz wichtige Frage, die eigentlich aus meiner Sicht im Prinzip so das Gegenstück ist zu diesem Versuch, Debatten über die Unabhängigkeit der Zentralbanken auf ein tieferes Niveau zu bringen, nämlich das Bankenwesen. Man könnte genau denselben Punkt machen, dass eben die Debatte auch die globale Dimension eigentlich verpasst. Also wenn wir einfach nur über das Verhältnis zwischen Legislative und Zentralbanken reden, wir überhaupt kein Verständnis der globalen Dimension zeigen. Und für mich ist es das Keynes-Kapitel
ein Versuch, genau über diese globale Dimension stärker nachzudenken, dass aus meiner Sicht im Prinzip das eigentlich die größte Herausforderung ist, noch viel größer als alles, was wir bisher besprochen haben, ist die Tatsache, dass das Kapital nicht nur enorm einflussreich ist, sondern vor allem global ist. Wohingegen die Geldpolitik weiterhin entlang der Leitlinien von nationalen Währungen fungieren. Und man könnte natürlich sagen, aber es gibt den Dollar und der Dollar eigentlich, das Problem da ist, glaube ich, noch vertieft, dadurch, dass der Dollar sowohl eine nationale Währung ist, als auch eine globale Währung. Sodass die Entscheidung der amerikanischen Zentralbank auf der einen Seite durch ein Mandat legitimiert ist, das in der amerikanischen Verfassung verwurzelt ist und rein amerikanische Aspekte erlaubt. Mhm. Auf der anderen Seite die Entscheidung immer ganz offensichtlich natürlich global getroffen werden. Also die Federal Reserve ist ganz klar eine de facto Zentralbank der Welt. Und die Spannung zwischen diesen beiden Sachen, dass also ein Land wie Mali auf einmal eine Geldpolitik empfängt, auf die sie keinen Einfluss haben, gleichzeitig aber selbst die Federal Reserve noch nicht mal sagen kann, dass sie das Interesse Malis in Betracht ziehen. Weil das tatsächlich eine Verletzung der amerikanischen Verfassung wäre. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, einfach wie stark die Spannung in dem aktuellen System ist. Und ich glaube, im Gegensatz zu diesen Sachen zur Demokratisierung der Zentralbanken in einem gewissen Währungssystem, ich bin eigentlich ziemlich optimistisch, dass wir durchaus interessante Mittel haben und institutionelle Innovationen haben, wo man zumindest eine Demokratisierung als Prozess in Gang bringen kann. Auf der globalen Ebene es ist es viel schwieriger zu sehen, wie man das System irgendwie demokratisieren könnte. Das sind also viel zu tief strukturelle Fragen. Und Keynes hat sich damit auseinandergesetzt mit der Forderung, dass also eine Welt des globalen Kapitals eine Weltwährung erfordert. Mhm. Und nicht nur nicht die Währung eines Landes als Weltwährung haben sollte. Also die Tatsache, dass Bretton Woods das Dollarsystem produziert, war einer der größten Verluste von Keynes in diesen Debatten. Und aber auch, glaube ich, skeptisch wäre gegenüber einer Welt, in der es mehrere Währungen geben könnte. Mhm. Glaube ich, aus seiner Sicht das Problem nicht lösen und eigentlich nur so eine strategische Komponente hinzuführen, die eigentlich die Geopolitik dann explizit in das Geldwesen reinbringt. Mhm. Sondern sein Argument, weil das also eine Welt, wenn man globales Kapital haben möchte, dann braucht man eine Weltwährung. Mhm. Und diese Weltwährung muss eine neue Währung sein und nicht eine Weltwährung des existierenden Landes. Und das war sein ganzer Vorschlag, dass er eine ganze institutionelle Ebene entworfen hat, wie das dann genau ablaufen könnte. Und das ist natürlich abgelehnt worden in Bretton Woods, aber es taucht immer wieder auf, inklusive 2009 im Zug der Finanzkrise und auch immer wieder heute taucht es auf als Vorstellung, gerade weil es eben nicht realisiert ist. Das Perverse ist natürlich, dass wir so viel weiter von entfernt sind, dass sowas realisiert werden könnte. Also als Keynes 1944 darüber nachgedacht hat, war es im Kontext des Weltkriegs in einer komplett anderen Welt, in der die ganze Dekolonisierung noch nicht stattgefunden hatte, in der Kapital zu dem Zeitpunkt radikal reduziert wurde. Und selbst in dem Kontext hat Keynes das Argument verloren. Mhm. Die Vorstellung, dass wir heute in der Lage sind, in einer Welt, in der es wirklich komplette Mobilität des Kapitals gibt, keine Capital Controls, in der die Geopolitik so viel komplexer ist, dass wir in der Lage sein könnten, die Institution der globalen Währung aufzuziehen, ist schwer vorstellbar. Und dennoch, aus meiner Sicht, hat Keynes recht, dass es einfach die einzige Möglichkeit ist, das Ganze zu stabilisieren. Solange wir das nicht haben, sind wir immer wieder in dieser sehr unangenehmen Situation, auf die wir im Kontext von Mali verwiesen haben, dass ein Großteil der Welt unter einer Geldpolitik arbeitet, auf die sie keinen Einfluss haben und dass gleichzeitig das amerikanische Politiksystem enorm überlastet ist, weil es unter dieser Spannung zwischen globalen Verantwortung und des Mandats der Verfassung arbeitet. Vielleicht noch, bevor wir auf die Fragen des Publikums eingehen, das sind nicht viele, aber komplexe und zum Teil auch sehr lange Fragen, aber komplexe Fragen muss man ja auch erklären. Noch eine Frage. Progressive Ideen setzen sich ja nicht gleichmäßig und so gleichzeitig durch in allen Ländern. Das ist ja eines der Probleme, die wir haben, wenn wir versuchen, globale Herausforderungen gemeinsam anzugehen. Gibt es denn Spielräume für die Demokratisierung von Zentralbankpolitik oder Geldpolitik in
einzelnen Ländern mittlerer Größe oder ist es eigentlich gar nicht möglich angesichts der globalisierten Finanzmärkte und der Abhängigkeit auch von Ländern vom Rating, durch die privaten Agenturen? Würde das nicht sofort bestraft sozusagen? Also ich glaube, es gibt viel mehr Handlungsspielraum, als wir uns oft vorstellen. Inklusive, weil diese ganzen technischen Entscheidungen eben nicht nur technisch sind, sondern durchaus immer mehr als eine Lösung zulassen. Also selbst wenn man letztendlich Liquidität dem Finanzmarkt zur Verfügung stellt und im Prinzip die Interessen des Kapitals befriedigt, gibt es ganz unterschiedliche Art und Weise, das zu machen. Und es macht einen Unterschied, welche dieser Optionen wir verfolgen. Ich glaube, es gibt durchaus Spielraum, ohne jetzt das Verhältnis zwischen Kapital und Staat komplett umdefinieren zu müssen, dennoch innerhalb der existierenden Strukturen einfach progressivere politische und ökonomische Entscheidungen zu produzieren. Ein gutes Beispiel dafür ist die Debatte, die zurzeit stattfindet, im Kontext der Inflation, wie wir da genau am besten darauf reagieren sollten. Und es macht einfach einen Riesenunterschied, ob wir einfach die Zinsen immer weiter hochfahren und ganz explizit und intentionell Arbeitslosigkeit produzieren oder ob es alternative Mittel gibt, durch die wir effektiver eigentlich die Inflation bekämpfen könnten, ohne diese Arbeitslosigkeit zu kreieren. Das ist also nichts, was irgendwie das System in Frage stellt. Und dennoch hat es einen enormen Einfluss auf das Leben von Millionen von Leuten. Ja, also das heißt, Isabella Webers Arbeit ist hier ganz, ganz wichtig als ein Beispiel davon. Ja, also das heißt, man muss es nicht gleich so nennen, aber man hat Spiel, also wegen der du sagtest ja, die politische Sprache zu Geld ist ja extrem sensibel, ne? Aber man hat Handlungsspielräume auch, wenn man es nicht outright dann direkt Demokratisierung und Umsturz sozusagen. Ja, und in dem Kontext brauchen wir einfach auch Ökonomen, die sowohl technisch argumentieren können und gleichzeitig willig sind, eine Sprache der Gerechtigkeit zu nutzen. Genau, ja. Das ist, glaube ich, enorm wichtig. Ja. Ein anderer kleiner Punkt noch zu der Frage, was, glaube ich, auch relevant ist, ist das, dass Geldfragen auf der internationalen Ebene im Gegensatz zu vielen anderen Fragen eigentlich oft zu Lösungen führen können, die im allgemeinen Interesse sind, global. Also ein gutes Beispiel dafür ist, und ich bespreche das ein bisschen im letzten Kapitel des Buchs, eine Debatte, die aus der Arusha-Initiative in den späten 70er Jahren herauskam, wo also Jamaika und Tansania im Prinzip eine globale Geldreform vorgestellt haben, einen Versuch, über globale Geldpolitik demokratischer nachzudenken. Und ein ganz wichtiges Argument war, dass im Gegensatz zu den Konflikten über Rohstoffe, die zum Beispiel aus der New International Economic Order früher in den 70er Jahren herauskamen, wer denn genau diese Rohstoffe kontrolliert, diese Geldfragen eben kein Nullsummenspiel sind. Ja. Sondern dass tatsächlich alle davon profitieren könnten, wenn wir ein besseres globales Geldsystem hätten, inklusive Amerika. Mhm. Das ist ja nicht, dass die amerikanische Politik oder die amerikanische Wirtschaft dieses Privileg nur genießt. Das hat ja durchaus ziemlich drastische Konsequenzen, zum Beispiel über die zur Deindustrialisierung Amerikas, was so ganz eng mit dem Dollar zusammenhängt. Also das ist, glaube ich, das ein Punkt, der, obwohl ich natürlich skeptisch bin, ob so dieser Keynes-Vorschlag tatsächlich irgendwie Wurzeln schlagen könnte in unserem Kontext. Das macht mich so ein bisschen optimistisch, dass es zumindest ein Bereich ist, wo die Interessen nicht ganz offensichtlich gegeneinander laufen, sondern wir zumindest eigentlich ein gemeinsames Interesse haben, ein besseres Geldsystem zu entwerfen. Hast du denn dein Buch schon mit Zentralbankern diskutiert? Ja, teilweise schon, ja. Aus meiner Sicht ist es erstaunlich, dass es so zwei Ebenen gibt, auf denen Zentralbanker damit umgehen, also der interne und der externe. Dass also viele Zentralbanker enorm offen sind gegenüber diesen Ideen. Eine ganze Reihe an Zentralbankern hat in den letzten paar Jahren Bücher geschrieben, die auch versuchen, Gerechtigkeit und Gleichheit in dieses Gespräch reinzubringen. Aber dann, wenn die Debatte extern stattfindet, so wenn Zentralbanker ihre Handlungen öffentlich erklären, dann verschwindet das alles tatsächlich auf einmal. Mhm. Und stattdessen sind wir genau wieder in dieser
in diesem Interregnum-Moment stecken, dass so diese ganzen alten Narrative aus den 80er Jahren wieder aufgebraut werden. Und teilweise sind es dieselben Zentralbanker, die also auf der einen Seite sagen, ah ja, das ist, wir müssen das genau machen, das ist sehr spannend und natürlich sind das alles irgendwie wichtige politische Entscheidungen. Es ist wichtig, dass Zentralbanker das Gemeinwohl und Klima mehr in Betracht ziehen. Und die Narrative, die dann aber benutzt werden in der öffentlichen Erklärung, sind genau die alten wieder. Die alten, ja, ja. Ja, danke, total interessant. Tina, kannst du uns vielleicht eine Frage, also können wir anfangen, die Fragen aus dem Publikum auch? Ja, total gerne. Also ich würde einfach mit den Fragen beginnen, für die es die meisten Stimmen gibt. Und da kommt hier als erstes eine Frage von Ulrich Düschrow. Folgt nicht aus Ihrer Analyse, dass den Banken die Geldschöpfung über zinsbelastete Kredite entzogen werden muss, um Geld als öffentliches Gut neu zu konstituieren? Ja, also es ist ein Vorschlag, der immer wieder auftaucht, gerade im 20. Jahrhundert, dass also diese Privatisierung der Geldschöpfung eigentlich so ein fundamentaler Fehler war, der uns genau in diese Abhängigkeit geführt hat, nämlich ich das eben auch erklärt habe. Eine offensichtliche Antwort darauf wäre natürlich zu sagen, okay, wir machen das jetzt alles rückgängig und Kredite werden durch den Staat zur Verfügung gestellt und das Bankenwesen wird reduziert auf die eigentliche Rolle, die eigentlich viele Leute denken, dass Banken dafür verantwortlich sind, nämlich einfach Zahlungen abzuwickeln. Gar nicht so sehr Geld zu schaffen, sondern einfach das Geldwesen, das Zahlungswesen am Laufen zu halten. Ich finde, das ist durchaus ein plausibles Argument und ich glaube, es ist auch vor allem ein wichtiges Drohargument, dass man ernst nehmen sollte und mobilisieren sollte. Ich glaube, man kann einen Großteil der Ziele dadurch erreichen, dass man ein paralleles öffentliches System aufbaut. Ich glaube, man muss also gar nicht so weit gehen, dass man diese Macht den Banken komplett entzieht und kann stattdessen Banken zu einem komplett anderen Verhalten fast zwingen, dadurch, dass man neue Kanäle öffnet, durch die Bürger Zugang zu Kredit haben und im Prinzip Wettbewerb herstellt zwischen einem besseren öffentlichen Produkt und einem Produkt, das eben nicht an Profit geknüpft ist in dem Sinne, sondern Kredit als Teil einer gewissen Vorstellung der bürgerlichen Gleichheit oder Zugang zu einer öffentlichen Infrastruktur, die einfach notwendig ist im 21. Jahrhundert. Und Banken können dann durchaus weiterhin Kredite schaffen für andere spekulative Projekte, aber es wird immer im Wettbewerb sein mit einer öffentlichen Alternative. Und gerade wenn man sich für die Ausgrenzung großer Bevölkerungsschichten aus dem Kreditwesen sorgt, und das ist zumindest, ich glaube, ein wichtiger Tenor aus der Literatur der letzten 10 Jahre, gar nicht so sehr, dass wir, ich glaube, die Hoffnung, dass wir die Akkumulation selber stoppen können, dass irgendwie, dass wir Kredit selber irgendwie da entfernen können. Ich glaube, das ist eigentlich kaum Teil der Debatte. Aber was wir wirklich machen können, ist, dass wir diese Ausgrenzungsprozesse bekämpfen können. Und da kann man, glaube ich, viel erreichen, dadurch, dass man einfach eine öffentliche Alternative zur Verfügung stellt. Oder auch besser reguliert. Mit dem zusätzlichen Twist, dass so diese Drohung, diese Privatisierung rückgängig zu machen, vielleicht notwendig ist, um Banken zu einem anderen Verhalten zu fügen. Also diese Banken daran zu erinnern, dass die Geldschöpfung ein öffentliches Privileg ist, das an sie ausgegliedert wurde, das aber durchaus wieder zurückgenommen werden kann, ist ein wichtiger begrifflicher Punkt und politischer Punkt, unabhängig davon, ob man es tatsächlich macht. Ja, das ist interessant. Das ist eine interessante Option, weil das natürlich auch ein verändertes Verhalten von Anlegern voraussetzen würde. Ne? Tina, die nächste Frage. Genau, die nächste Frage kommt von Giuliano Montanari und er fragt, setzt eine Redemokratisierung der Debatte über das Geldwesen nicht erst ein adäquates Verständnis von monetären Dynamiken und Aufräumen mit allgemeinen Irrtümern, zum Beispiel mein Guthaben auf dem Girokonto gibt meine Bank als Kredit weiter, voraus? Wie soll man eine vernünftige Debatte im Lichte des allgemeinen Nichtwissens über das moderne Geldwesen führen? Ja, also die Antwort ist ganz klar ja. Aber ich würde darauf bestehen, dass das Wissen über Geld erstmal viel zugänglicher ist,
als es oft von den Technikern innerhalb der Maschine vorgestellt wird. Das ist also ein großer Teil dieser Erklärung des Geldwesens. Also einer der Gründe, weswegen ich das Buch geschrieben habe, ist auch, um zu diesem Projekt beizutragen, als eine kleine Stimme neben vielen anderen. Aber Erklärung ist wichtig. Aber ein wichtiger Teil dieser Erklärung ist Mythen, die eigentlich Geld als komplexer aufzeigen, als es tatsächlich ist, zu bekämpfen. Also für mich ist es nicht so sehr, dass es ein enorm technisches Problem ist, dass die meisten Leute einfach nicht verstehen und das einen enormen Aufwand erfordern würde, um es zu verstehen, als vielmehr aufzuzeigen, dass A, Geld nicht so komplex ist, wie es oft dargestellt wird, und B, dass viele Leute eigentlich ein besseres Geldverständnis haben, als man sich so oft vorstellt. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, was in Argentinien los ist. Okay? Also wenn man sich einfach mit Leuten auf der Straße in Argentinien unterhält. Das Wissen über die Komplexität des Geldsystems ist enorm. Also auf der Ebene des Zentralbankers, wenn nicht darüber hinausgehend. Zutiefst komplex und sich der ganzen Nuancen bewusst. Das heißt, Leute reagieren auf Probleme, die sich tatsächlich stellen. Wenn man über eine demokratische Debatte tatsächlich Einfluss nehmen könnte auf das Geldwesen, bin ich fest davon überzeugt, dass es auf einmal ganz andere Incentives geben würde, um sich damit auseinanderzusetzen und um dieses Wissen zu mastern. Wohingegen in einem Kontext, in dem man einfach passiver Rezipient ist, eines gewissen Narrativs, keine Möglichkeit hat, über das Geldsystem Kontrolle auszuüben, natürlich tauchte das Narrativ auf, dass das Ganze zu komplex ist, um sich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Oder viele Leute fallen einfach in Standardnarrative, die genau dazu entworfen wurden, um Geld als ein rein technisches Problem außerhalb von politischen Entscheidungsprozessen zu präsentieren. Das heißt, Erklärung auf jeden Fall und Wissen ist notwendig, aber ich glaube, das ist keine große Hürde. Die nächste, Tina. Jetzt kommt eine etwas komplexere Frage von Marcel Mayer. Eine der Soziologe Wolfgang Streeck nennt sie unorthodoxe Theorie des Geldes. Die Modern Monetary Theory wird ja jetzt schon politisiert, gerade in den USA, von linken Kräften um Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez. Denken Sie, dass diese Theorie die Absicht hat, das von Ihnen angesprochene Interregnum zu beenden, also eine Alternative zu bieten zum unpolitischen Geld? Und wie bewerten Sie die Theorie und die Art und Weise, wie sie in gesellschaftlichen Verständigungsprozessen auftritt? Ich denke hier an die wissenschaftliche Diskussion und die politische Diskussion, die beide meiner Ansicht nach unterkomplex geführt werden. Ja, danke für die Frage. Also genau, ich habe ein bisschen über Locke was erzählt und die Art und Weise, in der das Locke'sche Argument eigentlich in die Gegenwart weitergezogen werden kann zu Debatten über die Unabhängigkeit der Zentralbanken. Ich glaube, man könnte was Ähnliches machen über einen Teil der Argumente, die man in Fichte und Proudhon findet, die also durchaus interessante Analogien zur Modern Monetary Theory aufweisen. Und was das einem erlaubt, dieser Rückgang zu den Wurzeln eigentlich dieser Ideen, ist zu verstehen, dass es eben politische Beiträge sind. Dass genau wie diese Locke'sche Betonung des harten Geldes aus einer politischen Analyse entstammt, ist eben Modern Monetary Theory im Gegensatz zu der Art und Weise, in der es sich oft selber darstellt, eben nicht nur eine rein technische, neutrale Perspektive, sondern es ist eigentlich eine politische Perspektive. Und um das zu artikulieren, müsste man genau diese politische Dimension komplexer führen und tatsächlich artikulieren, was denn die politische Theorie, was die Theorie des Staates ist, die hinter dem MMT steht. Also aus meiner Sicht, ich bin also durchaus MMT-sympathisch eingestellt und ich glaube, dass MMT eigentlich schon einen Großteil der Debatten im öffentlichen Finanzwesen in den USA verändert hat, weil einfach einige Mythen einfach ganz klar entlarvt wurden. Aber ich glaube, es hat ein Problem, dass es eben genau wie, dass ich zu sehr als Gegenantwort auf die Locke'sche Position des harten Geldes versteht und eben das eigene Prestige durch eine technische, entpolitisierte Rahmenstellung versucht zu treiben. Also genau wie man die Locke'sche Position als politische Theorie verstehen sollte, sollte man die MMT in Debatten über was ist Gemeinwohl, was ist der Staat, was ist die Vorstellung des Staates, was ist die politische Theorie des MMT
Also das wäre die Debatte, glaube ich, die geführt werden müsste. Nicht mit dem Ziel, MNT zu kritisieren oder zu akzeptieren, sondern vielmehr zu artikulieren, welche Methoden des MMT einfach für in unser Politikverständnis reinpassen würden und wie wir sie nutzen könnten, anstatt sie einfach zu akzeptieren oder abzuweisen. Mhm. Also würdest du damit sagen, dass es unklar ist, was sozusagen wie die Demokratisierung von Geldpolitik konzipiert wird von MMT? Ist das unklar? Also weil ich hatte das gelesen in deinem Buch auch, aber ich kenne das nicht genau. Also deswegen vielleicht kann ja. Und um ein kleines Beispiel zu geben, so die VWL-Story des Geldes vom Tauschhandel hin zu Metallgeld zu Kredit ist eine Geschichte, in der Politik und der Staat überhaupt nicht auftauchen. Das ist eine rein private wirtschaftliche Story. MMT hat es genau umgedreht. Also so, Geld wird hier verstanden als von vornherein gibt es irgendeinen Tyrann, irgendeinen staatlichen Akteur, der alle Leute dazu zwingt, das eigene Geld zu akzeptieren und die Mittel des Machtmonopols nutzt, um das zu machen. Und ich glaube, man ist von einem Bild, in dem der Staat überhaupt nicht existiert, übergeschwemmt zu einem Bild, in dem der Staat auf eine gewisse Art und Weise existiert. Entweder als einfach Tyrann oder dann in der zeitgenössischen Diskussion des MMT als vollkommen rational und im Gemeinwohl handelnd. Wohingegen eine interessantere und realistischere Perspektive des Staates natürlich wäre, dass der Staat selber, wie die Zentralbanken, die wir gesprochen haben, eigentlich Orte sind, in denen wir Klassenkämpfe und distributive Kämpfe sehen können. Und es kann manchmal in die eine Richtung gehen, manchmal in die andere Richtung gehen. Aber dafür braucht man eine politische Theorie des Staates und was dann genau, wie genau diese Kämpfe ablaufen. Wohingegen MMT immer so ein Blob-Bild hat des Staates, als entweder vollkommen gut oder vollkommen schlecht. Okay, danke. Dann nehmen wir mal die nächste Frage, Tina. Ich weiß nicht, wie viele du noch hast. Es sind noch einige. Also ich glaube, wir werden die Zeit gut füllen. Ja, jetzt gibt es zwei Beiträge, die nochmal sich um Kryptowährung drehen. Die würde ich kurz zusammenfassen. Also eine kommt von Monika Lauer-Perez. Ist die Einführung der Kryptowährung als offizielle Währung zum Beispiel in El Salvador als Schritt in Richtung Demokratisierung zu verstehen? Der andere Beitrag von Gerhard Walter, Kryptowährungen sind nicht mehr wegzudenken. Gleichermaßen die Veränderung des Begriffs Arbeit als Teil menschlicher Aktivität. Beides repräsentiert Komplexität als Teil der Zukunft und sollte uns helfen, Krisen zu bewältigen. Wie können wir diese Komplexität technisch nutzen, um globale Demokratisierung zu ermöglichen? Okay, also erstmal was zu El Salvador. Ich glaube, El Salvador ist besser verstanden als ein weiteres Opfer des derzeitigen Geldsystems, genau wie wir Mali eben erwähnt haben. Also als Land, das zurzeit den Dollar als eigene Währung benutzt, also so dollarized ist, gar keine eigene Währung hat, sondern komplett abhängig ist von allen Entscheidungen der amerikanischen Zentralbank, keine Kontrolle mehr hat. Und es ist aus meiner Sicht vielleicht eine notwendige, aber eine tragische Situation, in der sich ein Land befinden kann, das einfach Kontrolle über einen fundamentalen Aspekt der öffentlichen Finanzen verloren hat. Der Versuch, dann Bitcoin als parallele Währung einzuführen, ist aus meiner Sicht einfach eine Reaktion, die nur aus einer tiefen Tragödie zu verstehen ist. Also überhaupt keine Demokratisierung beinhaltet, sondern ein weiteres Binden. Also wir hatten dieses Bild des Selbstbinden-Ebene. Also das ist ein Land, das sich erstmal an den Dollar gebunden hat und sich zusätzlich auch noch an eine spekulative Währung auch außerhalb ihrer eigenen Kontrolle bindet. In beiden Fällen, was fehlt und was für eine Demokratisierung wichtig wäre, ist eben eine Möglichkeit, Macht dieser Geldschöpfung zu kontrollieren. Und das fehlt in beiden Fällen. Also das ist wirklich ein tragischer Fall, anstatt ein Beispiel für Demokratisierung aus meiner Sicht. Zu der zweiten Frage, eine Kryptowährung als einfach fundamentaler Bestandteil eines komplexeren Finanzsystems und des komplexeren Geldsystems, das Teil unserer Zukunft ist. Ich würde es mit Ja beantworten, aber nur mit einer kompletten Umdefinierung, was wir dann bei Kryptowährung meinen. Also Kryptowährungen als Währung sind aus meiner Sicht großenteils gescheitert.
diese Vorstellung des dezentralisierten privaten Geldes hat eben genau nicht zu einer neuen Form des Geldes geführt, sondern zu einer Form der Spekulation, als Assets, nicht als Money. Und man kann also durchaus sagen, das wird Teil unserer Welt sein. Das ist also wahrscheinlich nicht mehr rückgängig zu machen. Aber das ist eine komplett andere Debatte als die über das Geldwesen. Ein positiverer Teil, und der ist, glaube ich, auch durchaus mit Komplexität vereinbar, ist natürlich die Tatsache, dass diese Technologie, wie ich das eben auch schon erwähnt habe, durchaus für andere Zwecke genutzt werden kann. Eben nicht im Interesse privater Währungen, sondern dass auch viele Zentralbanken damit experimentieren, wie man denn eine elektronische Version der eigenen Währung kreieren könnte. Also in dem Kontext, in dem öffentliche Währung ein immer kleinerer Teil der Geldmenge ist, ich glaube inzwischen ist es 4% oder so, vielleicht sogar noch weniger. Das meiste Geld ist privates Geld, das auf Bankkonten existiert und durch Banken geschaffen wird. Da gibt es also eine Debatte, wie man diese Technologien, die Kryptowährungen produziert haben, Blockchain und so weiter, nutzen könnte, aber nicht eben, um ein privates Währungssystem zu erzeugen, sondern um die öffentlichen Infrastrukturprojekte in ein digitales Zeitalter zu überführen. Ich glaube, das wird auch passieren, aber ich weiß nicht, wie revolutionär das ist. Das ist eigentlich der Versuch, eigentlich was zu übersetzen, das schon existiert. Das ist einfach so die Möglichkeit des öffentlichen Geldes aufrechtzuerhalten in einem Kontext, in dem ein Großteil der digitalen Geldprojekte privat ist. Also in dem Sinne glaube ich schon, dass Krypto weiterhin da sein wird, aber auf zwei komplett unterschiedliche Art und Weisen. Ja. Ja, genau. Also ich denke, wichtig ist ja, dass wenn wir von Demokratisierung von Geldpolitik sprechen, wir von der kollektiven Willensbildung ausgehen. Während ja Kryptowährungen eben dezentral sind und Einzelne ihre Entscheidungen treffen. Ne? Also ja, ich sehe es sogar noch skeptischer. Das ist die Rhetorik, dass es tatsächlich dezentral ist und so. Wenn man sich anschaut, was denn tatsächlich abläuft, sind es vor allem oligarchische Netzwerke, dass also aufgrund von Skaleneffekten hinter diesem Mining der Kryptowährung, das dann eigentlich immer dazu führt, dass 80% des Minings von 4-5 Mining Companies kontrolliert wird. Also es ist noch nicht mal so, dass es irgendwie ein privates, dezentralisiertes Bild ist, sondern eigentlich ein oligarchisches Netzwerk, in dem man sich da befindet, ohne kollektive Macht und ohne auch diese Vorstellung, dass tatsächlich niemand Macht hat. So, es gibt natürlich Leute, die Macht haben, aber das sind halt nur eine kleine Anzahl an Leuten. Ja. Tina. Ja, vielleicht eine Frage, die sich ein wenig daran anschließt. Wir haben viel über die Rolle der Zentralbanken gesprochen, aber wie sieht es mit der Rolle des Geldes als Medium an sich aus, mit seinen Funktionen wie Medium of Exchange oder Storage? Die Verbindung zwischen Gegenwart und Zukunft macht ja Spekulationen erst möglich. Ja. Also ich muss sagen, das ist eigentlich der Teil, der mich am meisten interessiert. Die Komplexität dieser Institution des Geldes, was so viel spannender ist als einfach nur Geld als rein ökonomisches Projekt und auch viel interessanter ist als Geld einfach nur als so rechtliches Steuermittel, sondern es ist tatsächlich eine Institution unserer Zukunftsvorstellung, wo komplett unterschiedliche Vorstellungen der Zukunft aufeinanderprallen. Und ich glaube, das führt auf der einen Seite dazu, dass Geld ganz eng immer an utopische Vorstellungen geknüpft ist. Dass also immer so diese Vorstellung einer besseren Zukunft ganz eng damit verknüpft ist. Und teilweise nimmt es dann die Form an von Spekulation, dass halt wie diese bessere Zukunft auf eine sehr individuelle Art und Weise als einfach mehr Geldakkumulation definiert wird. Aber es ist halt auch, wenn man sich die politische Ideengeschichte anschaut und gerade diese Krisenmomente anschaut, immer an kollektive Utopien geknüpft. Also die Vorstellung, dass neues Denken über Geld eine neue Gesellschaft schaffen könnte. Oder dass eine neue Gesellschaft eine andere Form von Geld braucht. Die sind also ganz eng aneinander verknüpft. Natürlich ist Spekulation ein Produkt dieser Beziehung zwischen Gegenwart und Zukunft. Aber ich glaube nicht, dass es das einzige Produkt ist, die einzige Möglichkeit ist. Also da gibt es auch durchaus, Keynes war da sehr daran interessiert, dass also genau diese offene Zukunft, die durch Geld geöffnet wird, nicht nur zu Spekulation führen könnte, sondern durchaus zu radikal anderen Gesellschaftsprojekten, die sich letztendlich vom Geld selber abkoppeln können, die aber erst durch diese offene Zukunft möglich werden. Mhm. Das ist, glaube ich, eine produktive Art und Weise, auch über
öffentliche Kredite nachzudenken oder Staatsschulden auch nachzudenken, dass diese ganzen Institutionen des Staates auch temporalisiert werden. Dass auf einmal die Zukunft und verschiedene Zukunftsvorstellungen, ganz anderer Zeithorizont, einfach Teil der Debatte wird. Auf eine Art und Weise, die natürlich Spekulationen produzieren kann, aber auch radikal andere Vorstellungen einer besseren Gesellschaft in dieser Zukunft. Ja, es gibt noch eine Frage, die bezieht sich auf das bürgerliche Gesetzbuch. Und ich weiß nicht, wie gut du darauf antworten kannst, Stefan. Aber da dafür votiert wurde, würde ich sie jetzt einfach trotzdem stellen. Sie ist etwas komplex. Mit dem Paragraphen 241.1 unseres bürgerlichen Gesetzbuchs zwingt der Staat seine Bürger zu einer ungerechten Sozialstruktur. Der Eigentümer, in Klammern der Gläubiger, erhält die Machtbefugnis, eine Leistung zu fordern. Eigentum wird Grundlage zur Machtentfaltung, weshalb wir, in Klammern kritisch Denkenden, nicht diesen Paragraph 241.1, in Klammern und die auf ihn bezogenen nachfolgenden Paragraphen, nicht aus dem BGB entfernt bzw. versucht, die Entfernung zu erreichen. Nicht das Sinnvolle geschieht durch diese Machtstruktur, sondern Geldvermehrung und Zerstörung des Planeten. Also ich muss gestehen, dass ich den Paragraphen nicht kenne. Also das ist, ich kann die Frage nicht direkt beantworten. Was ich vielleicht sagen kann, ist, dass natürlich, wie wir eben schon diskutiert haben, dass ein Problem ist, das auf eine interessante Art und Weise sowohl global ist und dennoch aber durchaus irgendwie lokale Experimente im begrenzten Rahmen produzieren kann. Das ist vielleicht so eine interessante Rahmenstellung für die Frage, dass wir auf der einen Seite kritisch sein sollten gegenüber der Idee, dass wir einfach das Recht verändern könnten und dann fügt sich das Kapital. Das ist einfach nicht die Situation, in der wir uns befinden. Und dennoch ist es natürlich relevant, über diese geldpolitischen Strukturen, inklusive dieser Verweis auf Gläubiger und das Verhältnis zwischen Schuld und Kredit und so weiter, das ist durchaus eine rechtliche Beziehung. Und selbst wenn man also diesen ersten Punkt akzeptiert, dass wir uns im Kontext des globalen Kapitals befinden, wird es oft durch das Recht erst sichtbar. Also wenn man sich dann genau anschaut, wie irgendwas im Recht artikuliert ist und wie sich diese rechtliche Situation verändert hat, kann man wirklich besser verstehen, wie das System funktioniert. Und es ist also kein Wunder daher, dass ein großer Teil der Leute, die uns in den letzten 10, 20 Jahren geholfen haben, besser politisch über Geld nachzudenken, alles Leute waren, die aus der Rechtsgeschichte kamen, die sich also damit auseinandergesetzt haben, wie genau das Recht, der rechtliche Status von Geld, von Schulden, von Kredit sich verändert hat. Also ohne, dass ich jetzt genau die Paragraphen kenne, ist es, glaube ich, interessant, sich die Rechtsgeschichte anzuschauen, als einen Weg über die politischen Fragen hinter dem Geld nachzudenken. Hast du noch für eine letzte Frage, Tina? Ja, ich hätte noch eine Frage, und zwar liegt das heutige Problem der starken Zentralbanken nicht auch in den vergleichbar schwachen Finanz- und Wirtschaftsministerien? Absolut ja. Also das ist, glaube ich, eine Folge dieses Versuchs, dieses demokratischen Versuchs seit den 70er Jahren, Verantwortung abzugeben. Dass eben Entscheidungen an Zentralbanken ausgegliedert werden, die dann eben nicht mehr im Rahmen einer öffentlichen Debatte geführt werden müssen. Was zunächst mal verständlich ist, gerade im Kontext der Inflation der 70er Jahre und der Schwierigkeiten, diese Entscheidung zu treffen. Aber es hat, glaube ich, dazu geführt, dass ein Großteil der schwierigen Entscheidungen in den öffentlichen Finanzen eben gar nicht mehr getroffen werden. Sondern dass man darauf wartet, dass Zentralbanken letztendlich einschreiten und so die schlimmsten Szenarien verhindern und so die Rezession gerade noch verhindern. Aber dass man selber als legislativer Akteur gar nicht mehr handeln muss. Und das ist eigentlich einer der Punkte, die eigentlich auf eine paradoxe Art und Weise gelöst werden könnten durch eine demokratischere Debatte über Zentralbanken. Also es geht nicht nur darum, dass man einfach Zentralbanken demokratisiert und dass die Lösung für alles ist. Und ich glaube, in vielen Fällen, eine ganz paradoxe Art und Weise, würde genau ein demokratischere Entscheidungsprozess in Zentralbanken dazu führen,
dass die explizit demokratischen Akteure in Parlamenten wieder mehr handeln würden und müssten. Also das geht genau wieder um diese Unterscheidung zwischen Geldpolitik und Fiskalpolitik. Dass wir in einer Welt leben, in der das ein bisschen aus dem Gleichgewicht gelaufen ist und wir nicht genau verstehen, warum das passiert ist und dass wir nach politischen Mitteln suchen müssen, um das Ganze wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und einer der wichtigen Faktoren wäre Entscheidung zu Investitionen, Entscheidungen zu öffentlichen Haushalten wieder als Teil der wirklich expliziten Funktion des Parlaments zu machen. Selbst wenn es zu schwierigen Entscheidungen führt, selbst wenn es dazu führt, dass man Entscheidungen treffen muss, die explizit politisch sind und distributive Folgen haben. Die Lösung, die wir seit den 80er Jahren verfolgt haben, alle diese Entscheidungen auszugliedern in die Zentralbanken, hat nicht funktioniert. Die Abhängigkeit wird immer stärker und immer stärker und die Legitimität der Zentralbanken immer dünner und dünner. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das zusammenbricht. Und die einzige Lösung aus meiner Sicht ist genau eben, diese Kompetenzen wieder zurückzuführen. Ja, das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Also wir sind dann schon sehr gespannt auf deinen Artikel, wenn es dann zusammenbricht. Ich lache jetzt darüber, das ist keine schöne Vorstellung, aber was du damit verbindest, ist ja, oder was du jetzt eigentlich sagst, ist, diese Art von Zusammenbruch kann abgewendet werden, wenn sozusagen Wirtschafts- und Finanzpolitik, und da gehört dann natürlich Fiskalpolitik jetzt im weiteren Sinne, sozusagen wieder Gestaltungskraft entwickeln. Also Gestaltungskraft nicht jetzt nur im Interesse der Finanzmärkte, die stabil sein müssen, oder der Wirtschaftsakteure, also Lobbyinteressen im Grunde sich zu eigen zu machen, sondern die Interessen, die Gestaltungsinteressen, vor denen Gesellschaften stehen, die im Grunde dann eben auch in Geldpolitik und Wirtschaftspolitik umzusetzen. Ja. Und die derzeitige Inflationsdebatte ist eigentlich ein gutes Beispiel davor wiederum, wo es dann eben oft dazu führen kann, dass eine tiefere Auseinandersetzung mit der Geldpolitik und den Grenzen der Geldpolitik genau dazu führen kann, dass man erkennt, dass es bessere Mittel gibt, um gewisse Probleme zu lösen, als es einfach nur die Zinsen. Also genau wie der Isabella Webers Punkt, dass eben heutzutage einige der effektivsten Mittel, um Inflation zu bekämpfen, eben gar nicht aus den Zentralbanken herauskommen, sondern die Kompetenzen der Wirtschaftsministerien wieder hervorrufen würden. Also oft führt geldpolitische Reflexion dazu, auch die Grenzen der Geldpolitik zu erkennen. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, in dem Kontext steht auch die Diskussion, die wir jetzt haben, woher kommt eigentlich die Inflation, ne? Also kommt sie von der schieren Geldmenge, was ja so eine Behauptung immer der Monetaristen war, oder kommt sie eben von realen Angebotsschwächen, die wir jetzt natürlich haben, gerade im Energiebereich. Mhm. Ja. Also ich denke, wenn man deine Argumente hört, dann kann man die Bedeutung dieser Debatte nochmal ganz anders begreifen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast zu einer ganz anderen Uhrzeit in den USA mit uns hier zu diskutieren. Ich bedanke mich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, die in großer Zahl bis zum Schluss noch dabei waren. Vielen Dank euch und Ihnen allen. Und ich denke mal, diese Diskussion wird fortgesetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du nicht eine wichtige Stimme in dieser wissenschaftlichen, aber eben auch politischen und gesellschaftlichen Debatte sein wirst. Vielen Dank. Ja, ganz lieben Dank für das Gespräch und danke für die Fragen auch. Natürlich. Tschüss dann.